Nein! Die haben die Straße gesperrt. Fuck my life. Jo, hi Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Channel. Und heute reden wir mal ein bisschen über das Abo-Treffen, was nächste Woche stattfinden wird. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran, bis nach dem Intro. So Leute, willkommen zurück. Und ja, heute lasst uns doch mal über das Abo-Treffen reden. Und zwar, wo das stattfinden wird und wann es stattfinden wird. Ja, ich habe jetzt schon angeteasert, dass es nächste Woche sein wird. Und zwar habe ich mich jetzt für den 6. September entschieden. Also der 6. September, das ist der nächste Sonntag. Ja, also nicht dieser Sonntag, sondern der nächste Sonntag. Der 6. September um 12 Uhr an der Kasterfeldstraße 64. Das ist direkt in Mannheim und zwar beim Lewis. Also ziemlich einfacher Ort zum Treffen. Und ja, da habe ich auch immer meine alten Abo-Treffen gestartet. In meinem letzten Video habe ich ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich genau dieser Ort sein wird. Und ja, ich sag jetzt, ich habe es jetzt einfach beschlossen, dass es wieder dieser Ort wird. Weil den kennt halt jeder. Ne? Jeder kennt Lewis, wenn er hier aus der Gegend kommt. Und wenn man nicht aus der Gegend kommt und vielleicht ein bisschen länger fahren muss, ja, dann ist es auch ein ziemlich einfacher Ort zu finden, weil der Lewis hat einen sehr, sehr großen Parkplatz. Und da kann man sich sehr schön treffen, die Motorräder abstellen und er ist einfach prädestiniert dafür, um sich einfach zu treffen, ja. Und es hat was mit Motorrad zu tun natürlich. Deswegen ist er auch eigentlich ziemlich cool. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich fahre jetzt gerade zum Lewis. Für die Leute, die vielleicht auch diesen Weg fahren, das weiß ich nicht, ja, dass die mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wohin es geht, ja. Weil auf jeden Fall fahren wir diesen Weg, den ich jetzt gerade fahre, den werden wir auf jeden Fall zurückfahren, ja. Warum werden wir den zurückfahren? Weil wir dann zusammen in den Odenwald fahren werden. Im Endeffekt ist es ja so, dass ich jetzt quasi zum Abo-Treffen ausrufe. Wir können uns alle in Ruhe treffen dort, ne? Kasterfeldstraße 64 um 12 Uhr, 6. September diesen Jahres, also nächste Woche. Da treffen wir uns und da können wir uns auf jeden Fall unterhalten, ja? Ein paar Fotos machen, wenn ihr wollt. Und jeder Abonnent, der auf mein Treffen kommt, ja, kommt einfach vorbei, sprecht mich auf jeden Fall an, ja, seid bitte nicht schüchtern, sprecht mich auf jeden Fall an, ich habe den ganzen Tag nur für euch reserviert, also der gehört nur euch, ja, und ihr könnt auf jeden Fall einen Sticker dann von mir abstauben. Ich habe dann Dance Moto Sticker und diese Dance Moto Sticker könnt ihr alle bekommen, also nicht alle, sondern jeder bekommt einen halt, ne, das die große Masse dann im Endeffekt halt so die Leute, die da sind, halt mindestens jeder einen Sticker hat, ja. Und falls ihr noch so ein Kind habt oder daheim habt oder sowas, ja, oder einen Kollegen, der auch einen Sticker haben will und nicht kommen kann, dann kriegt ihr halt zwei oder drei, ja, ist mir auch egal. Darauf kommt es nicht an. Auf jeden Fall bekommt ihr von mir ein Geschenk. Das ist meine Dance Moto Sticker. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und ja. Deswegen, also ich fahre jetzt gerade hier die Landstraße entlang, weil Autobahn werde ich auf keinen Fall fahren mit euch zum Odenwald. Das ist jetzt die kürzeste Strecke zum Odenwald. Da fahren wir quasi, denke ich mal, in Leim hoch zum Geiberg Richtung Bammtal und dann fahren wir eine coole kleine Hausstrecke von mir ab. Da kann man auch in Ruhe chillen. Da gibt es auch genug Rastmöglichkeiten, ja. Nein! Die haben die Straße gesperrt. Fuck my life. Also, der Rückweg ist auf jeden Fall noch drin, ja. Der Hinweg jetzt nicht mehr. Eigentlich würde ich jetzt hier nach Ludwigshafen fahren. Fuck my life. Shit. Das hat mir jetzt gefehlt. Also, Umgehungsstraße links. Ich muss mal gucken. Ja, den Weg bin ich jetzt auch noch nie gefahren, ja. Das muss natürlich passieren, wenn ich ein Video drehe, ne. Aber ich habe ja so ein cooles Navi, dann gebe ich jetzt kurz mal Kasterfeldstraße ein. Kasterfeldstraße 64. Genau, Mannheim. Also, da fahren wir jetzt auch entlang an der Kasterfeldstraße 64. Ich hoffe,
Das Navi spinnt jetzt nicht rum, weil die Streckensperrung kann ich jetzt bis vor einer Woche auch nicht. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich jetzt hinkomme. Ich wollte euch jetzt noch den Parkplatz zeigen. Deswegen nehme ich das jetzt auch hier alles auf. Aber auf jeden Fall wieder Rückweg. Der Rückweg war frei, haben wir gesehen. Also wenn wir vom Luz Richtung Odenwald fahren, also das ist der Berg da hinten, ne? Also der Wald, da fahren wir rein und da können wir in Ruhe chillen und ein bisschen rumcruisen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Wetter soll sehr, sehr gut sein, ja, an dem Tag, an dem Abo-Treffen, wo es stattfinden soll. Sollen 23 Grad werden und Sonnenschein. Das heißt, es ist eigentlich perfektes Wetter, ja. Also man kann sich überhaupt gar nicht beschweren. Es ist einfach nur ein perfektes Wetter. Und deswegen hoffe ich, dass das Wetter so bleibt, ja. Also drückt uns die Daumen, dass es so bleibt, aber selbst wenn, ist für die ganze nächste Woche und für die ganze übernächste Woche kein Regen angesagt. Auch wenn es heute jetzt ein bisschen bewölkt ist, ja, ist kein Regen angesagt. Ja, geil, die Umgehungsstraße ist jetzt auch nicht mehr angezeigt. Ah, hier, Blankstadt Mitte. Okay. Ah, Gott. Ja, ich bin jetzt komplett lost, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Also Leute, nicht in den Laden reingehen, weil das ist nämlich der Polo, das ist der falsche Laden, da rechts. Da vorne links ist der Louis, an dem werden wir uns treffen, der Louis hier. Leider gibt es keine Möglichkeit, jetzt direkt zum Louis rüberzukommen. Das heißt, wir müssen davor fahren und auf eine Wendemöglichkeit warten. Also Leute, hier ist die Wendemöglichkeit. Das heißt, am Venice Beach vorbei, hier könnt ihr quasi wenden, ne? Das ist eure Chance, zum Louis zu kommen, wenn ihr von der Straße kommt. Hier, Leute, hier müsst ihr aufpassen, ne? Wenn ihr zum Louis wollt, wenn ihr nicht im Kreis fahren wollt. Ihr müsst jetzt hier schon euch einordnen, da beim Fahrradladen vorbei. Hier müsst ihr euch schon einordnen, dass ihr in den Louis kommt. Oft ist es so, dass ihr hier einfach vorbeifahrt und dann ist halt Game Over. Deswegen passt lieber auf. Das ist jetzt hier der Eingang zum Louis. Und ja, das wird auch der Parkplatz sein, an dem ich dann ja um 12 Uhr erscheinen werde. Um 12 Uhr werde ich da sein, vielleicht auch ein bisschen früher, wer weiß. Aber auf jeden Fall werde ich da sein und hier werden wir uns alle treffen. Ja. Hier gehen wir dann los, hier stellen wir dann auch die Bikes ab. Ist hier ziemlich nice. Und ja, lass mal gucken. Also, das wird der Parkplatz sein. Also hier habt ihr Parkmöglichkeiten und am Sonntag wird hier eh alles frei sein. Also hier die ganze Patrone lang. Das wird unser Platz sein im Endeffekt. Und ja, ich denke mal, es wird ziemlich nice. Und falls ihr meine Lichter noch nicht kennt, richtig geil. Auf jeden Fall, Leute, ich freue mich mega auf euch. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, ob ihr Bock habt zu kommen. Und wenn ihr kommt und woher ihr kommt, schreibt einfach unten in die Kommentare rein und dann ist alles gut. Dann weiß ich ungefähr, wie viele Leute kommen und dann passt es eigentlich auch im Endeffekt. Also ich freue mich mega, euch nächste Woche Sonntag zu sehen hier und dass wir hier losfahren können. Also vergesst das Video nicht zu teilen, Leute, ja. Auf jeder Plattform, dass jeder die Chance hat, herzukommen. Es wird mega geil, dann können wir mal jedem zeigen, wie mega nice so eine Harley-Community eigentlich ist, ne? Das heißt, wenn ihr keine Harley fahrt, ja, aber vielleicht irgendwann, dann gehört ihr einfach dazu, ihr seid meine Babys und haut den Hashtag DanceMotoCrew unten rein, dass ihr wisst, dass ihr zur Crew gehört. Also Leute, lasst ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis dahin, Leute, haut rein, bis dann, ciao.